Ja, es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Saisonstart bei RB Leipzig. Bei mir sind unser neuer Cheftrainer Jesse Marsch und der Vorsitzende unserer Geschäftsführung Oliver Minzlaff. Und die PK heute soll natürlich auch dazu dienen, dass Sie, liebe Journalisten, unseren neuen Cheftrainer besser kennenlernen. Und deswegen, Oliver, würde ich dich zum Start einmal bitten, den Journalisten auch nochmal zu sagen, warum haben wir uns ganz bewusst für Jesse Marsch als neuen Trainer von RB Leipzig entschieden? Ja, vielen Dank, Till. Ja, herzlich willkommen. Ein ungewohntes Bild, was wir ja doch über ein Jahr nicht hatten, dass hier mal wieder Journalisten drin sitzen. Also daher herzlich willkommen zurück. Sieht so ein bisschen nach Normalität aus und fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, Jesse, wir sind total happy, dass wir unseren Wunschtrainer hier verpflichten konnten. Jesse und ich kennen uns schon einige Jahre. In meiner ersten Funktion als Fußballverantwortlicher für Red Bull habe ich Jesse 2015 in New York kennengelernt und nachdem wir da einen neuen Cheftrainer brauchten, habe ich mehrere Interviews geführt und unter anderem mit Jesse und das war dann für mich und auch für uns klar, das ist der richtige Trainer für New York zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir haben ihm dann die ganzen Designated Player wie Thierry Henry und Cahill, die wir damals unter Vertrag hatten, gestrichen und gesagt, du musst mit einer jungen Mannschaft arbeiten und junge Spieler entwickeln und mit wenig Budget und wenig Etat klarkommen. Und in der MLS, in der amerikanischen Liga, wird dann bis auf den letzten Cent immer die Spielergehälter veröffentlicht. Und Jesse ist dann direkt Meister geworden, den Supporter Shield nennt sich das, nach 34 Spieltagen werden Eastern und Western Conference zusammengelegt und hat dann die Meisterschaft gewonnen mit einer Mannschaft, die deutlich jünger war als in den Jahren zuvor und die im Vergleich zu, ich glaube damals 20 oder 21 Teams den geringsten Etat hatte. Und Jesse ist dann auch Trainer des Jahres geworden und hat es dann auch geschafft, auch im zweiten Jahr diese Mannschaft weiterzuentwickeln, eine klare Spielphilosophie auch zu entwickeln. Die hatte uns dann damals auch gefehlt. Und so sind wir natürlich auch eng in Kontakt geblieben. Und dann ist Jesse dann irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, sein Wunsch wäre es, auch mal in Europa eine Mannschaft zu trainieren. Und dann hatte sich das ergeben, dass Ralf Rangnick ja hier das Traineramt nochmal übernommen hatte, als wir Julian Nagelsmann verpflichtet haben, der dann noch ein Jahr in Hoffenheim geblieben ist. Und daraufhin habe ich und Ralf haben mit Jesse gefragt, ob er sich vorstellen kann, auch ein Jahr hier mal zu uns zu kommen oder zwei Jahre zu uns zu kommen. Und das hat er gemacht als Co-Trainer, auch sicherlich außergewöhnlich, weil es gibt eigentlich eher den Typen, der ist Cheftrainer und eher den Trainertypen, der ist Co-Trainer. Aber Jesse hat sich hier toll integriert gehabt, hat dann die Chance bekommen, Salzburg zu trainieren und auch da mit einem ganz, ganz großen Umbruch, der in Salzburg stattgefunden hat, exzellente Arbeit geleistet. Und da war das naheliegend für uns, als wir dann Julian die Freigabe zum FC Bayern erteilt haben, dass wir natürlich mit Jesse sprechen und freuen uns, dass er hier ist. Wir freuen, dass wir eine Lösung gefunden haben und sind alle schon recht heiß, dass es dann auch irgendwann endlich mal wieder losgeht. Vielen Dank, Oliver. Dann Jesse, bevor die Journalisten dich gleich mit ihren Fragen löchern, deine ersten Worte und auch deine ersten Eindrücke, wie war dein Start hier in Leipzig? Ja, erst vielen Dank zu Oliver. Es war das erste Mal, ich habe so viele Komplimente von Oliver gehört. So, ich glaube, es ist ein guter Start für uns hier. Ja, ich freue mich sehr. Ich kenne diesen Verein, unsere Fans, diese Stadt, unser Kader. So viel von der Vergangenheit. Wir haben so viel Spaß gehabt vor 3 Jahren und sehr gut auch gemacht. Eine super Mannschaft entwickelt, viele Erfolg gehabt. Und wieder hier zu sein als Trainer, als Haupttrainer, ist ein großer Ehre für mich. Ich bin sehr begeistert. Und ich glaube, es ist der richtige Fit. Das ist immer für mich die wichtigste Dinge für einen Trainer, ist die richtige Männer mitzuarbeiten, der richtige Verein, die richtige Idee von Fußball, für Leben im Fußball, für Leben in general. Und für mich ist Leipzig die perfekte Lage für mich. Und ja, ich habe noch nicht diese gesagt, aber mein Traum war immer, seit meiner Chance oder meine Zeit mit
New York hier zu sein, der Trainer in RB Leipzig zu sein. So, ich freue mich sehr wieder. Auch, ich glaube, unsere Mannschaft ist überragend. Wir haben so viele gute Spieler, eine gute Stimmung. Und auch in der Europameisterschaft, wir haben gesehen, so viele gute Spieler. So, ich glaube total in das Potenzial, in die Fähigkeit, in das Talent und in die Mentalität von dieser Gruppe. So, es ist mein Job, mehr Entwicklung mit dieser Mannschaft zu schaffen, und wir werden das gemeinsam machen. So, ja, yeah, vielen Dank. Vielen Dank, Jesse. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich bitte noch mal kurz darum, recht deutlich zu sprechen, gerade wenn die Frage auch an Jesse geht. Mit der Maske ist das ja sowieso immer nicht so ganz einfach zu verstehen und dann auf einer anderen Sprache. Den Beginn macht Andreas Hunzinger vom Kicker. Einen Moment, das Mikro können wir wieder reichen. Also, Herr Marsch, guten Tag, Andreas Hunzinger vom Kicker. RB Leipzig hat unter Ralf Rangnick für einen bestimmten Fußball gestanden, Pressing gegen Pressing umschalten. Unter Julian Nagelsmann wurde das, sag ich mal, ein bisschen anders geartet. Es gab mehr Ballbesitz, weil die Gegner oft auch im Block tief gestanden haben. Mit welchem Fußball oder wie wollen Sie das angehen jetzt? So einfach nur mal von der Grundphilosophie des Spiels. Ja, erst habe ich natürlich viel in den letzten 2 Jahren von dieser Mannschaft gesehen, weil ich immer ein Fan von diesem Verein in Mannschaft war. Und ich glaube, die beste Dinge ist ein bisschen, ja, die Dinge von den letzten 2 Jahren zu benutzen und verstehen, was war richtig für diese Mannschaft und diese Gruppe, aber auch bleiben mit unserer Philosophie von Fußball. Und so, wenn man schaut, was wir haben gemacht in Salzburg und was wir haben vor 3 Jahren gemacht, ich glaube, es ist mehr Richtung Intensität, Aggressivität, gegen den Ball spielen, vertikal spielen, aber es ist ganz, ganz wichtig, egal wo, wer der Gegner ist, gut mit dem Ball zu sein, Positionen spielen, aber auch mit gutes Gegenpressing, Intensität. Ja, und immer mein Ziel ist, den Gegner und ein Spiel zu total kontrollieren. Ich glaube, es ist fast nie möglich, ja, wenn der Gegner hat so viel auch Qualität, aber das ist immer das Ziel. Ja, in jeder Phase Klarheit zu haben, das Spiel zu kontrollieren. So, ja, das wird unser Ziel sein. Michael Milewski von der Bild-Zeitung, einmal in der ersten Reihe bitte. Schönen guten Tag, Herr Marsch, Michael Milewski von der Bild-Zeitung. Ich wollte einmal fragen, wie waren die ersten Tage, wie sind die ersten Eindrücke? Und die erste Prüfung wird Anfang August in Sandhausen im Pokal sein. Wissen Sie überhaupt, wo das ist? Sandhausen gilt so ein bisschen als der Zweitliga-Zwerg. Erst, ja, die ersten 2 Tage hier waren sehr, sehr beschäftigt. Aber ich kenne so viel von der Vergangenheit, so das ist sicher ein Vorteil. Auch mit den Spielern, ein paar neue Spieler habe ich schon mitgeredet und jetzt persönlich getroffen. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Einstellung und Stimmung jetzt mit der Gruppe, auch mit der ganzen Betreuer und Trainerstab schon. Ja, und für Sandhausen, ich war nie in Sandhausen. Ich habe immer gehört, es ist nicht einfach, in Sandhausen zu spielen. Es ist ein altes Stadion und ja, ein Verein, das ist immer kämpferisch. So, ich glaube, nicht eine gute Auslotung, aber ich kenne das auch von meiner Zeit in beide, Salzburg und auch in New York. Wir hatten immer solche schwierige Auslotungen, auch in Champions League in Salzburg. So, vielleicht ist es mein Fehler, aber ja, wir sind begeistert für das erste Spiel und wir werden sicher bereit für einen guten Gegner und einen guten Kampf sein. Guido Schäfer für die LVZ. Welcome, Jesse. Wie bist du denn zu deinen Co-Trainern gekommen, Achim Beierlorzer und jetzt auch Marco Kurt? Hat es auch damit zu tun, dass Beierlorzer vielleicht noch ein bisschen die Bundesliga vielleicht besser kennt als du? War das auch ein Hintergrund? Ja, erst, ich habe beide kennengelernt von der Vergangenheit hier. Achim hat viele Rollen in unserem Verein gehabt. Marco war im Academy ich habe viel mal mit ihm auch getroffen und beide versteht die Philosophie, unsere Idee von Fußball. Sicher mit Achim ist die Erfahrung in der Bundesliga ganz wichtig. Und ich sage, beide sind Haupttrainer.
Ja, so für mich ist es immer der beste Fachmänner zu finden und Unterstützung zu haben und auch gute Meinungen zu hören, sodass ich kann die richtigen Entscheidungen treffen. So, ich glaube, wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis miteinander, weil wir schon einander kennengelernt haben. Insgesamt, wir haben mit unserer Videoabteilung, unserer Athletikabteilung, unserer Medizinabteilung, wir kennen einander sehr gut, wir haben schon viele Erfahrungen zusammen gehabt und ich glaube, viele, viele gute Männer und Fachmänner für die Zukunft, für unseren Verein. Uli Krömer, MZ und RB Live. Hallo Jesse, Uli Krömer, MZ, RB Live. Till, hast du ja schon gesagt. Jetzt hatte ich mich darauf vorgestellt. Ja. Jesse, was werden Sie der Mannschaft sagen? Was ist das Motto für diese Saison und mit welchen Zielen gehen Sie auch in die Saison? Ja, es ist nur der Anfang an. In general glaube ich, dass der Verein hat immer Fortschritt gemacht. Ja, und immer besser und besser gespielt und mehr Spiele entwickelt. Glaube ich, ich muss weiter mit diesem Thema arbeiten. Sicher glaube ich in unsere Chancen. Und ja, es ist wichtig, dass die Mentalität, der erste Schritt für mich ist immer, dass wir haben eine Mannschaft, das spielt füreinander mit alles. Ja, total Leidenschaft, Power, Energie, positiv in das Spiel. Große Talent in Qualität zu zeigen, aber mehr so Qualität. Und so glaube ich, wenn wir schaffen das, dass wir haben immer eine Chance gegen jeden Gegner. Dann bitte Frank Kastner für die DPA. Hallo, der Kader ist ja relativ groß, wenn alle in den nächsten Wochen zurückkehren nach der EM. Es sind ja auch einige Leihspieler zurückgekommen. Wann gibt es eine Deadline? Bis wann soll der Kader stehen? Und wie sehen die einzelnen Personalien aus, gerade für die Spieler, wo der Vertrag denn dieses Jahr ausläuft bei Sabitzer und bei Halzenberg? Ja, ich kann nur jetzt sagen, es ist der erste Tag von Training. Ja, wir haben viele Gespräche in die letzten Wochen gehabt und viel theoretisch Gespräch gehabt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt miteinander arbeiten und dann, ja, finden, was ist die richtige Entscheidung für ein paar Spieler, aber ja, wir glauben, dass wir haben viele gute Spieler hier. Olli, ich weiß nicht. Ja, also wir werden jetzt wie immer natürlich nicht täglich Wasserstandsmeldungen abgeben, was jetzt vielleicht noch bei dem einen oder anderen Spieler passiert. Das wissen Sie, dass wir uns dann immer melden, wenn es konkret ist. Können auch nicht jede Woche einen Spieler verpflichten, aber wir haben einen Kader, der an sich jetzt schon natürlich ausreicht, sowohl von der Qualität als auch von der Quantität, um natürlich jetzt hier auch in die Saison Bundesliga, Champions League und Pokal zu gehen. Wir schließen nicht aus, dass wir noch was machen. Und wir schließen natürlich auch nicht aus, dass wir noch den einen oder anderen Spieler abgeben werden. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Die Europameisterschaft läuft noch. Das Transferfenster ist jetzt auch noch nicht so, dass es viele Transfers hin und her gibt, sondern das nimmt dann jetzt langsam Fahrt auf. Grundsätzlich wissen wir, was wir machen wollen und werden dann wie gewohnt auch weiterhin den Plan dann abarbeiten und Sie dann natürlich informieren, wenn wir dann auch Fakten geschaffen haben. Hannes Jacobi für Sky Sport News. Hi Jesse, verzeihen Sie mir, ich habe jetzt logischerweise nicht jedes Spiel von Salzburg gesehen, aber ich habe so den Eindruck gehabt, dass in Ihrer ersten Saison, dass Sie mit Ihrer Mannschaft super viele verschiedene Systeme gespielt haben und jetzt in der letzten Saison eigentlich fast nur noch 4-4-2. War das so das Learning und vielleicht auch daraus resultieren die Frage, was haben wir hier zu erwarten? So, im Prinzip ist meine Idee von unser Fußball nicht abhängig zu einer guten Ordnung. Ja, es ist immer wie unsere Spiele zu benutzen und auch was dein Matchplan gegen einen besonderen Gegner ist. Ja, in dem ersten Jahr mit Salzburg, wir haben viel gute Ordnung probiert und auch normalerweise mit viel Erfolg gehabt. Ich glaube hier, wir haben viele Flexibilität. Es hat oft zu tun mit wie intelligent die Spieler sind und wie flexibel. Und ich glaube mit diesem Kader, wir haben viele Spieler, das kann in viele Positionen sehr stark spielen. So, das ist ein Vorteil für mich.
Ja, zum Schluss ist es immer wichtig, die richtige Balance in einer Mannschaft zu finden. Ja, wie flexibel, wie konstant, welche Spieler spielt und alles. Aber wieder, ich glaube, der Vorteil mit unserer Kader ist es so breit. Ja, und wir haben so viele Qualitäten in so viele Positionen und es ist mein Job, alle die Spieler zufrieden zu schaffen. Und das ist sicher nicht einfach, viel zu benutzen in der richtigen Zeit, egal von der Anfang an oder von der Bank. Und dann, ja, die richtigen Entscheidungen für was ist wichtig für jeden Gegner in jeder Situation. Aber das ist der Job von dem Trainer. Wir finden, ich glaube, ein guter Balance mit diesem Thema und wir benutzen, was wir brauchen in der richtigen Zeit. Jan Günther, MDR Hörfunk. Herr Minzlaff, was erwarten Sie von dieser Saison und auf was müssen sich die Bayern, auf was muss sich Julian Nagelsmann gefasst machen? Naja, was erwarte ich von der Saison? Natürlich auch, dass wir da fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Wir haben eine stetige Entwicklung genommen, gehen jetzt in das 6. Bundesliga-Jahr und haben natürlich auch die Erwartungshaltung, dass wir uns fürs internationale Geschäft wieder qualifizieren und da auch für die Champions League. Also das beinhaltet Platz 1 bis 4. Wir haben erlebt, wie toll es für den Verein ist, auch wenn wir die letzten Champions League-Feste aus unserer Sicht natürlich ohne Fans feiern mussten. Aber wie toll es ist, wenn man die Gruppenphase übersteht, wenn man in ein Achtelfinale kommt oder sogar noch weiterkommt. Auch da ist mal losgelöst von der Auslosung natürlich unser Wunsch, auch wieder die Gruppenphase zu überstehen und da vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen. Pokal haben wir es in 3 Jahren geschafft, 2-mal ins Finale einzuziehen und das ist ein fantastischer Wettbewerb. Und auch da wollen wir natürlich so lange wie möglich wieder drinbleiben. Also wir setzen da an, wo wir aufgehört haben. Wir wollen uns weiter als einer der Top-Clubs jetzt in Deutschland etablieren, wohl wissend, dass das unser 6. Bundesliga-Jahr erst ist. Und FC Bayern ist der FC Bayern. Der bleibt die klare Nummer 1 in Deutschland. Wir greifen auch nicht den FC Bayern an. Wir haben ihn jetzt ein bisschen in die Tasche gegriffen. Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Ansonsten schauen wir auf uns und werden versuchen, mit Jesse March die Mannschaft hier weiterzuentwickeln. Bodenständig, aber natürlich ambitioniert und mit dem Willen natürlich auch wieder den nächsten Schritt zu gehen. Wir machen noch mit den Kollegen weiter, die noch keine Frage gestellt haben. Stefan Schönau, MDR Fernsehen hinten. Weil wir gerade bei Julian Nagelsmann waren, gab es denn sowas wie eine Übergabe, ein Telefonat und können wir alle Einzelheiten erfahren, falls es so war? Ja, ich habe keinen Kontakt mit Julian. Ich glaube, die Konkurrenz mit Bayern in dieser Liga ist immer sehr spannend. Eine super Mannschaft und Julian ist ein guter Trainer. Aber wieder, was Olli hat gesagt, ich glaube, er hat recht, ist, wir müssen auf uns denken und arbeiten und unser, ja, wenn wir täglich stark Arbeit miteinander haben, ich glaube, diese Gruppe hat viel Potenzial. So, das ist unser Ziel, ist das zu schaffen. Ja, die Kollegin dort hinten bitte einmal. Heike Fiedler, MDR Sachsen. Herr March, ich möchte gern wissen, wieso im Alltag das Verhältnis zu den Spielern ist, zwischen Ihnen und den Spielern. Sind Sie einer, der häufig mit den Jungs spricht? Gehört das so vielleicht zu Ihrer Arbeitsphilosophie? Und die zweite Frage ist, da haben Sie schon von Leipziger Spielern, keine Ahnung, einen Willkommensgruß erhalten oder... Ja, wurde Ihnen per SMS, WhatsApp oder wie auch immer geschrieben, wie froh Sie sind, dass Sie jetzt da sind? Ja, erste, ich liebe mit jungen Spielern zu arbeiten. Ja, und, wir haben mit den Vereinen und mit meinem Trainerstab in den letzten Jahren in meinen Aufgaben es sehr gut gemacht, viel Spaß gehabt. Ein Teil von dieser Arbeit ist eine gute Beziehung, eine nahe Beziehung, eine starke Beziehung, wo wir können einen Austausch immer haben und wo das Feedback ist immer positiv, aber richtig. Und für mich, Menschlichkeit ist in der ersten Reihe.
Reihe, für was ist wichtig für diese junge Spielerentwicklung zu haben und zu finden. So sicher, das ist meine Art als ein Anführer, mehr als Trainer. Ja? Und so hier, wir haben ein Mission zwischen Spielern mit viel Erfahrung. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns zu verstehen, dass wir müssen diese Erfahrung von den letzten Jahren mit vielen unserer Spieler benutzen, was sie haben zusammen schon gemacht. Auch in der EM ist es super zu schauen, wie gut Spieler wie Emil Forsberg, Willi Orban, Pete Gulaschi, Jussi Poulsen, so gut gespielt, mit viel Erfahrung und glaube, super Profis. So, wir benutzen diese Qualität auch mit der jungen Talent und Potenzial von der ganzen Gruppe, eine super Mannschaft mit einer richtig guten Mentalität zu finden, ja, zu haben. Und dann, ja, was war die zweite Frage über hier in Leipzig? Ob es schon einen Willkommensgruß von den Spielern gab? Ja, ich habe ein Telefon gehabt mit vielen der Jungs, fast alle. Und mit der Beziehung von der Vergangenheit mit vielen dieser Jungs, wir haben viel Spaß gehabt und einen guten Austausch gehabt und wir freuen uns sehr, glaube ich, über die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre. So, es ist ein Vorteil. Es ist sicher ein Vorteil für mich und für uns, dass wir schon einander kennengelernt haben. Und wir werden diese Erfahrung benutzen, starke Beziehungen in der Gruppe zu haben. Gut, dann gehen wir in die zweite Fragerunde. Andreas Hunzinger, ist deine Frage noch offen? Vom Kicker, dann schieß los. Frage gut. Vielleicht an Jesse Marsch oder auch an oder an beide Herrschaften. Es wurde jetzt von Entwicklung gesprochen. Wir wollen die Entwicklung weiter fortsetzen. Die Entwicklung war ja in den letzten Jahren, ging es stetig bergauf. Aber es fehlte dann im entscheidenden Moment zu den Titeln noch ein kleines, minimales Stück. Frage, wie gesagt, an beide, was muss eventuell noch dazukommen so ins Paket, damit man im Ernstfall dann irgendwann auch mal einen Topf oder einen Teller in der Hand hat? Ich würde erst gehen. Okay. Ja, was ist interessant ist in den letzten Jahren, wir hatten viel Erfolg gegen Gegner, dass wir sollten besiegen. Ja, und wir müssen das behalten und sicher gute Leistungen gegen alle Gegner haben. Aber ja, gegen Top-Gegner ist es immer die Frage, wie wir sagen auf Englisch, over the hill, over the hump zu gehen. Und das ist wichtig. Es ist ein Teil zu tun mit, ich glaube, die Mentalität und Selbstvertrauen, gegen diese Gegner die beste Leistung zu liefern. Auch ein sehr starkes Plan, Klarheit auf dem Platz, gute Entscheidungen in den richtigen Moment von Spieler, von dem Trainerstab, von ich. Aber ja, es wird nicht einfach sein, aber das ist das Ziel. Ja, das ist der Job für uns. Der nächste große Schritt gegen Gegner wie Dortmund und Bayern, die beste Mannschaften, ja, unser bestes Spiel zu spielen. Michael Milewski für die Bild-Zeitung. Herr Marsch, Sie haben eben schon gesagt, dass Sie mit den meisten Spielern schon gesprochen haben. Nun meine Frage auch mit Alexander Serlo, der hatte vergangene Saison eine nicht ganz so starke Spielzeit. Jetzt kommt mit André Silva noch ein Top-Torjäger dazu. Wie sehen Sie ihn und seine Rolle und was gab es schon den Kontakt? Ja, Alex, wir haben gestern langfristig gesprochen. Es war ein guter Gespräch. Alex ist ein super Junge. Und ja, lass uns sehen. Ich weiß sicher, er ist ein super Spieler. Ja, und es ist nicht so gut in den letzten Jahren gegangen, aber fair zu Alex, er hat auch Schwierigkeiten mit den Quarantäne und dann nicht so viel Rhythmus gefunden. So lass uns sehen, wie die nächsten Wochen und Tagen passieren. Aber ich freue mich sehr, ihn mehr kennenzulernen und mitzuarbeiten. Frank Kastner nochmal für die dpa. Ich brauche einen verlängerten Arm auf dem Rasen. Die Kapitänsfrage steht an. Gibt es da schon Favoriten? Gibt es da schon einen Modus? Wird da gewählt? Lassen Sie wählen? Oder kommt das aus dem Spielerrat? Ja, Sabi ist der Kapitän für die letzten 2 Jahre. Ja, lass uns sehen, genau was passiert. Aber der Kapitän ist wichtig. Aber ich glaube,
dass wir können ein sehr guten Austausch und Beziehung mit vielen unserer erfahrenen Spieler haben. Und dass wir haben sehr gut Vertrauen miteinander und wir verstehen genau, was ist wichtig für unsere Idee, für was ein Top-Mannschaft ist. So, es war die gleiche in allen meiner Mannschaften. Ich hatte eine super Beziehung mit dem Kapitän, aber der Spielerrat war auch ein großer Teil von der Entwicklung von der ganzen Gruppe und ein großer Teil von der Identität von der Mannschaft. Ja, ich sage, und bitte, schreib nie, das ist meine Mannschaft oder meine Spiele. Ich sage das nie. Es ist unsere Mannschaft und sie sind unsere Spieler. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir sind eine Gruppe. Ja, und es ist nicht über den Trainer oder den Geschäftsführer oder den Medialeiter, egal. Es ist über die ganze Gruppe und was wir schaffen zusammen und wie spielen wir zusammen. So, das wird sicher unsere Art. Guido Schäfer hat noch eine Frage für die LVZ. Es gibt ja diese legendäre Andacht in Liverpool, it's not a fucking Freundschaftsspiel. Können wir davon mehr erwarten? Bist du in der Pause auch mal emotional wie in Liverpool? Das war ja geil, ihr habt das Ding ja fast noch umgebogen an der Anfield Road. Ja, ich glaube, es war nicht so emotional. Ich bin viel emotionaler in anderen Situationen. Aber... Ja, ich glaube, ein Teil von dieser Position als Trainer ist, das richtige Gefühl für die Mannschaft in den richtigen Moment zu haben. Ja, und auch die richtige Botschaft zu geben. Und manchmal ist es taktisch oder was passiert in einem Spiel, und manchmal ist es direkt über eine Mentalität oder eine Einstellung oder ein Gefühl. So, Inspiration gehört zu. Und ich glaube, es ist richtig, dass ich muss immer die richtige Botschaft finden. Jan Günther, MDR Hörfunk. Frage an beide. Mit Dani Olmo und Josef Paulsen sind noch zwei Ihrer Spieler bei der EM dabei. Wie bewerten Sie die Leistung der beiden und gibt es da aktuell auch eine Kommunikation vielleicht? Ja, für mich... Mein Ziel ist immer, ein bisschen Unterstützung für die Jungen zu geben, aber nicht so viel. Wenn sie sind mit der Nationalmannschaft, sie müssen für die Nationalmannschaft spielen und der Fokus muss da sein. So, aber ich habe viel positive Nachrichten zu unseren Jungs geschrieben und ja, wir sind stolz auf unsere Jungs. Und Danny hat sehr gut gespielt, sicher. Jussi hat eine kleine Verletzung, aber er ist wieder im Kader und er hat wieder gespielt. Ja, so es war spannend und ich war immer sehr, sehr glücklich und stolz auf unsere Jungs zu schauen in diesem Turnier. Ja, kann ich mich nur anschließen. Es macht uns natürlich stolz, dass so viele Spieler bei uns hier den Weg in die Nationalmannschaft geschafft haben und da natürlich dann auch klare Akzente setzen. Und klar, jetzt drücken wir denen natürlich noch die Daumen, die verblieben sind und hoffen dann natürlich auch, dass alle gesund zurückkommen. Aber klar, es macht uns stolz und die Leistung, auch Emil Forsberg, was er in seiner Nationalmannschaft geleistet hat, war beeindruckend und diese positive Energie, die werden die Jungs dann mitbringen und die wird uns hier sicherlich auch helfen. Uli Krömer nochmal, MZ und RB Live. Für Sie ist das auch eine große Aufgabe, hier dieser Job, dieser Traum, der sich hier erfüllt. Was müssen Sie selber dazulernen, um dieser Aufgabe auch gerecht zu werden? Und nochmal eine Detailfrage zum Kader. Welche jungen Spieler, weil Sie vorhin auch von den jungen Spielern sprachen, werden jetzt dabei sein, vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs? Ja, erst mit dieser Aufgabe. Ich muss meine ganze Erfahrung benutzen, ein richtiger Anführer für diese Gruppe zu sein. Ja, aber wieder, es ist nicht nur über was ich muss machen, oder es ist, dass wir ein richtig stark Mannschaft in Gruppe haben. Das ist immer mein Ziel. Es ist mein erster und letzter Ziel, ist, dass wir sind eine starke Gruppe. Und mit den jungen Spielern, heute, wir haben viel. Brauchst du alle die Namen? Ich glaube... Wir haben viele heute. Es geht um die regelmäßig dabei sein werden. Das sind ja drei, vier. Ja,
Aber das ist auch sogar nicht so fair. Aber wir haben viele junge Spieler, auch von der Nachwuchs, viele Spieler, das hat auch mit der Mannschaft letztes Jahr auch trainiert. Und so, es ist wichtig, ich kenne ein paar von der Vergangenheit. Wir hatten Talent-Training hier gehabt. Oft, ich war dabei für die jungen Spieler in der Academy, dass wir haben gedacht, hohes Potenzial haben. Und so, es war viel Spaß in dieser Zeit. Und ich glaube, es war auch wichtig für jetzt. Aber ich muss einen neuen Eindruck bekommen und in den nächsten Tagen. Und es ist spannend für mich zu sehen, wie diese Spiele Entwicklung gehabt haben. Heike Fiedler nochmal, MDR Hörfunk. Jetzt haben wir uns auch mal persönlich gesehen, Heike. Ja, jetzt erkenne ich dich auch. Herr Matsch, darf ich Ihnen eine private Frage stellen? Man merkt Ihnen die Freude so dermaßen an, dass Sie hier in Leipzig sind. Und jetzt wollte ich wissen, ob Sie sich auch vielleicht schon über eine neue Wohnung, einen tollen Stadtteil oder wie auch immer freuen. Können Sie dazu, wenn Sie mögen, was sagen? Ja, meine Familie und ich, wir haben so viel Spaß gehabt in dieser Stadt. Ich finde, es ist eine super Restaurant-Kulturstadt. Viele junge Leute, wir haben immer Spaß in der Innenstadt gehabt. Es war gut für mich als Co-Trainer, weil ich kann relativ anonymous in der Stadt sein. Ich glaube, das passiert nicht so viel jetzt, so das ist ein bisschen schade, aber wir werden genießen die Gesellschaft hier, die Dinge in dem Umfeld. Und die einzige Dinge ist, wir sind hier mit 3 Kindern gekommen und jetzt wir haben 2 verloren in Schule, in Universität. Und ich bin ein alter Mann jetzt, so ich habe nur ein Kind zu Hause und es ist vielleicht schade für meine Frau, mit mir so viel zu sein. Gut, es gibt noch eine weitere Frage, dann kommen wir zum Ende. Bitte der Kollege auf dem Kamerapodest. Hallo, Robert Riss für Perform. Noch eine Frage zur EM. Die geht ja in die heiße Phase. Wer hat sich am meisten überrascht, jetzt vielleicht von den Mannschaften und für uns alle als Hilfe beim Wetten heute Abend? Wer wird denn EM-Sieger? Ich bin immer ein Fan von unserer Jungs. So, für mich Dänemark gegen Spanien. Und dann lass uns sehen, wie es geht. Aber ja, der EM ist immer ein bisschen anders als Vereinfußball. Ja, und es ist nicht so einfach für diese Trainers, glaube ich, einen Spielstil oder so viele taktische Dinge zu benutzen, wenn die Mannschaft ist nur zusammen für einen Monat. So, aber es ist immer spannend. Ja, ich finde, dass Italien hat überrascht mit dem Spielstil und so intensiv gespielt. So, ich bin ein Fan von Deutschland. Es war schade, dass Deutschland hat nicht der Beste gespielt hat. Und dass Klosti und Halstey hat nicht mehr Zeit zu zeigen, die Qualität. Aber insgesamt, es ist spannend. Ja, gut, dann sage ich herzlichen Dank für das Interesse, für die Fragen. Schön, dass Sie und ihr mal wieder hier im Raum wart. Und dann sehen wir uns ja gleich noch draußen am Platz. Circa um 15 Uhr startet das Training. Bis gleich. Okay.